Lucius. Ich musste mich hinhocken, um die Trap zu erkennen. Ich habe kein Toolkit. Alter, wie Toolkit. Ich habe auch kein Fallen Schärfer Toolkit. Wenn man aufpasst, sieht man die Fallen auch so ein bisschen. This place is trapped. Okay, gibt's hier mehrere Fallen? Ja. Perception fail. Better be careful not to trigger that thing. Der Sarkophag ist eine Falle? Der ist auch bitte nicht anfassen, Kata. Da ist noch eine Falle. Oh Gott, hier sind Gargoyle-Köpfe an der Wand, die sind auch Fallen. Oh Gott, alles ist eine Falle hier. Es ist wirklich alles nirgendwo drauf. Aber die Sarkophage sind offensichtlich keine Falle, kann das sein? Scheinbar nicht. I don't know. Ich habe eine Seelenmünze. Diese Münze können infernalische Maschinen antreiben. Okay, ich habe eine Silberkette. Es ist alles voll hier. Ich habe eine Warp-Pack gefunden. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Hier muss noch irgendwo eine sein. Ja. Wenigstens sagt er einem das. Ja. Ja, in den alten Baldur's Gate hat er es nicht gesagt. Ja. Du bist einfach gelaufen und wenn du es nicht gefunden hast, bist du in die Falle getappt. Ich glaube, wenn wir hier durch sind, muss ich auch mal Abendessen machen. Ja, ich glaube. Ja. Ich habe schon eine Nachricht bekommen, weil ich... Passt ganz gut. Aber ich werde in dem Sarkophag ist was Tolles drin. Ja, ich bin auch ein bisschen... Mit Sicherheit, aber wenn der eine... Aber wir brauchen wenn wir keinen Fallenkit haben... Ja. Soll ich gucken, wo uns das hinführt? Hier mit Astaria nochmal herkommen. Auch mal Schloss knacken. Und im Fallenkit. Schloss knacken, let's go. Die Seite wurde gar nicht geöffnet. Die hat die Sarkophage auf der anderen Seite nicht geöffnet. Es reicht nicht. Da ist noch Schrott drin. Achso. Oh, ich bin gescheitert. Oh nein. Ich nehme neues Diebeswerkzeug. Klar. Talent, wer hast du da dran? Nicht so gut. Ja. Also noch habe ich 3 Werkzeuge, ich kann es nochmal probieren. Immer drauf da. Okay. Sehr gut. Ah, du hast es geschafft. Das wisst ihr, bevor ich es fertig habe hier. Bei mir zählt ja noch die Würfel aus. Okay. Ladebildschirm? Ladebildschirm? Draußen. Ja. Draußen. Seid ihr automatisch mitgekommen? Nee. Nein. Ihr habt auch drauf geklickt, ne? Wir sind wieder hier. Am Anfang. Am Anfang, ja. Interesting. Gut, dann haben wir den Kreis schon mal geschlossen. Das ist doch gut. Hätte man auch direkt hier hinkommen können. Seid ihr wieder reingegangen? Ja. Ja. War ja noch eine andere Tür, ne? Ja. Müssen wir auch noch erkunden. Oh nein, die Fallen sind noch angezeigt, oder? Ja. Müssten. Zumindest alle, die wir entdeckt haben. Kannst du mal bitte zwischenspeichern? Oh, das ist eine gute Idee. Tachi, Tachi? Nein. Aus. Ja, komm, probier es, wir haben gespeichert. Selbst coming for the win. Kann... Du befindest dich jetzt im rundenbasierten Modus. Das Spiel um dich herum wird pausiert. Ja, und? Ja. Du hast Shift-Tab gemacht. Leerzeichen. Oder so, ne? Nein. Nee, ich glaube, das ist durch. Aber irgendwas passiert da. Das ist quasi der Rundenmodus aus dem Kampf. Den kannst du auch für die Erkundung nutzen. Dann sind die Gegner immer nur dran, wenn hinten die Welt ist. Ich glaube, das ist, weil ich die Falle aktiviert habe. Ja. Ich habe übrigens einen Dolch, Leitfaden des Beobachters. Okay. Diesen Speer. Versprechen des Todes. Wenn der Speer das Ziel verfehlt, erfolgt der nächste Angriffswurf des Speerkämpfers auf dieses Ziel als zielgesicherter Schlag und einen gravierten Schlüssel. Ich gebe mir vorsichtshalber Klingenbann. Versuche rauszugehen. Klingenbann ist eine fantastische Idee. Ich geh mal. Wir können auch wieder auf Echtzeitmodus wechseln. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre keine gute Idee. Oh! Gale ist hingefallen. Gale ist hingefallen. Ihr müsst euren Zug beenden, wenn ihr durch seid.
Ach du Schande. Deswegen war das... Okay. Ja. Komm da schnell raus. Dann können wir uns gegenseitig löschen. Ich helfe Gail. Gail hilft dir, du hilfst mir. Ich hab dir geholfen. Okay, gut, dass ihr alle Gail helft. Dankeschön, dass keiner dir hilft. Deswegen habe ich gesagt, Gail hilft dir. Dreieck. Aber ich stand doch neben Gail. Das ist doch mal klar. Ja. Kannst du ihm trotzdem noch helfen? Gewesen, wenn wir einfach uns gegenseitig geholfen hätten. Schon. Barde? Kann Gail ihm trotzdem noch helfen? Einfach anfassen? Ich hab keinen Movement. Toll. Ah. Warte, bevor wir beenden, ich schubs dich in seine Richtung. Gute Idee, okay. Ich schub mich. Kommst du jetzt dran? Warte. Ja. Ist das bescheuert? Ich glaube, die Gefahr ist vorbei, oder? Ich glaube auch, die Gefahr ist vorbei. Okay. Ich glaube, in diesem Raum sollten wir nicht mehr reingehen. Ich glaube, die Gefahr ist nicht vorbei. Ich mag, wie du einfach da stehen bleibst. Oh, da ist eine Cutscene. Ich habe auch so selten Dialog gestartet. Was? Ich... Okay. Ich habe auf Geld geklickt. Achso. Ja, da hinten ist noch munteres Feuerwerk. Ja, ich würde sagen... Der Raum ist... Da gehen wir lieber nicht mehr rein. Für immer versperrt. Aber einer hat doch einen Schlüssel gelootet. Ich habe einen Schlüssel gelootet. Sollen wir eine kurze Rast machen, dass wir einmal HP wieder voll haben? Die kriegen wir ja zweimal pro langer. Ja, hau raus. Ja, ich kann auch Healing Word machen und dann... Nee, dann verbrauchst du einen Zauberplatz. Das ist aber ich kann die ja kostenlos wiederherstellen. Hä? Wie kannst du... Ich bin Druide, ich kann Natural Recovery machen. Take you. Aber... Einmal pro lange Rast oder immer wieder? Das ist eine Charge pro Rast, ja. Okay. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, nur ein Lernen. Wir müssen ja testen. Da. So, dann öffne ich mal die Tür. Gott, ich mach nochmal speichern, ne? Warte mal, ich möchte meinen Speer verwenden. Ich habe einen Speer gefunden, den möchte ich verwenden. Und der keinen Zwang an. Immerhin ist er Leitfaden des Beobachters. Okay, wer geht vor? Ich kann gar nicht vorgehen. Das ist eine gute Idee. Auch wenn es nur kurz hält. Irgendwann hält nicht lange, aber ich habe falsches Leben. Ich habe jetzt 7 Lebenspunkte mehr. Hier sind tote Schreiber. Ja. Oh, gute Idee. Hier liegt. Armed scribes. But no sign of a struggle. Oh, dann looten wir den mal, ne? Das kann schon passieren. Kampfstab. Schriftrolle, brennende Hände. Sehr gut. Hier geht's raus. Kampfstab. Macht aber alles Licht an, ne? Damit ihr im Zweifelsfall irgendwie... Ach nee, warte mal, ist ja egal, wir haben ja Dunkelsicht. Wir haben Dunkelsicht, ja. Ich hab nur meine Fackel an, damit ich als Mensch besser sehe. Ist dein Spiel so dunkel? Ich find's hier ziemlich dunkel. Ich habe noch einen schweren Schlüssel gefunden. Buch der toten Götter. Oh. Hast du da irgendwas Besonderes gefunden? Was? Kriegshammer. Hier ist eine schwere Rüstung. Braucht die jemand? Ich glaube, die kann keiner nutzen von uns. Check's erstmal ein. That will fit in my pack. Okay. Was? Ich bin inspiriert. Warum? Wovon? Lest du das Buch, was
Okay, Arcana, ich glaube, das solltest du lieber du lesen, Katja. Ja. Das Buch der Toten. Ach, gute Idee. Wo ist das? In Lars Inventar. Ja, ich leg dir das mal in deins. Da kam nämlich auch so ein. Ja, da kommt eine Cutscene. Lichtschein, wo du es aufgenommen hattest. Können wir bei dir gucken. Mach du mal. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Ich könnte auch Hexenmeister Charisma machen. Oh, auch probieren. Das ist besser. Ja, wenn man eine Klassenoption hat, ist immer gut, oder? Stimmt, ja. Sollte man das machen, ja. Ich könnte dir einen Bonus geben, wenn du willst. Aber nur einmal. Nee, ist eine Aktion. Das kannst du so oft machen, wie du möchtest. Ja. Hm? Sweet Bardic Inspiration geht einmal pro lange Rast, glaube ich. Nee, ist eine Aktion. Geht so oft, wie man möchte, glaube ich. Hätte aber so oder so geklappt. Ein Cantrip, ja. Sesam, öffne dich. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Hat jemand von uns Religion? Nee. Ne? Ich habe Religion. Ja, ich hab so ein bisschen, aber die Frage ist halt. Ja, nee. Du hattest das meiste bei der Erstellung. Ach, locker. Easy. Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the second sundering. The last three names in this book sit close together, but are so devastated by the scrawl as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Cool. Schön! Gegenstände halten Schrift oder Schwächestrahl. Mhm. Nice. Das ist doch was für unseren Magier, denn, denke ich mal, wa? Statue. Möglich. Seems they worship some kind of scholar. Eine Statue scheint, als hätten sie eine Art Gelehrten verehrt. Kata, wir brauchen das. Was? Wo? Wo seid ihr denn? Lasst mir. Ich bin unterwegs. Intelligenz. Hier ist irgendwas Religiöses. Ja, 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 bin dabei. Wo ist die Statue? Ah, ja. Natürlich kennst du den. Natürlich kennst du den, ganz klar. Da vorne ist ein Knopf. Soll ich nochmal draufdrücken? Push the button. Oh, hab ihn nicht entdeckt. Warum guckt sie so gruselig? Oh. Und wir haben unseren Kleriker nicht dabei. Veto? Ich speichere nochmal. Wie viele sind das? Okay. 1, 2, 3, 4, 5? Ich bin auch noch nicht im Kampf. Oh, dann könnt ihr euch noch in Position bringen. Gale und ich sind im Kampf. Wir können auch den Raum hier plündern. Kannst du auch erst machen. Von wo kommen die denn? Von unten? Oder von Süden? Das sind die rumlagen, die wir geplündert haben. Oh, vielleicht haben die keine Waffen mehr, weil wir sie geplündert haben. Das kann sehr gut sein. Die sehen sehr waffenlos aus. Kann ich da hochspringen? Nein. Schade. Ich kann hier hochspringen. Ich könnte den hier mit einer. Ja! Backstep with the Ballista! Backstep with the Ballista! Ich kann den hier mit Advantage angreifen. Ja, probier mal. Nice. Aber das kann ich auch nochmal machen. Vielleicht. Ich hab hier das schlaue Video gesehen.
ein Video gesehen? Achso. Achso, da hinten. Das wollte nicht. Wollte da hochklettern. Geht aber nur so. Geht nicht mit Fässern, okay. Okay. Gute Frage. Gift. Sind gegen Gift immun und Wuchtschaden. Aber gegen Wuchtschaden haben sie negative Resistenz. Doppelter Schaden. Nice. Nice, Quetz. Wie viel hat der noch? Einen? Einen. Oh, den kriege ich weg. Da muss ich näher rankommen. This is verängstigt. Das ist eine Leiche, die verängstigt ist. Wieso treffe ich den nicht? Was für ein Piece? Ich rede. Wieso treffe ich den nicht damit? Ich treffe auch nicht gut gerade. Komm an den nicht ran. Vielleicht, weil davor was steht alles. Ansonsten, Alter, maybe. 28 Lebenspunkte der Krieger da vorne, ne? Nur mal so nebenbei. Dann nehme ich ja den vielleicht, ne? Ja, vielleicht eine gute Idee. Okay. Solltest mich erst spotten lassen, das kann seine Werte senken, wenn ich Erfolg habe. Ja. Dann sorry. Ist dein Angriff manchmal besser. Alles gut. Wir üben ja noch. Ja, ich bin erstmal fertig. Ich glaube, nach dem Kampf muss ich dann noch Schluss machen. Ja, ist eine gute Idee. Aber den Kampf kraffen wir jetzt noch erfolgreich. Ja, klar schaffen wir den noch. Was? Wieso kann was ich passiert? Jetzt nicht tun? Ich weiß es nicht. Achso, weil du dich in die Action Economy mit deiner Dings reingebracht hast, mit deinem hinterhältigen Angriff. Das zählt für diese Runde quasi. Du konntest mit Vorteil angreifen, aber. Oh, dann gehen wir mal weg, wa? Dann kann er dich vielleicht schlagen, aber der hat keine Waffe. Ja, probier's. Oder auch nicht. Ich glaube, es ist gut, dass wir ihnen die Waffen abgenommen haben. Ja, ich glaube auch. Ganz eine Kälte strahlen hier. Okay. Oh, ich habe Nahkampf-Disadvantage. Also, Gale. Wegen bedroht, ne? Den Nachteil im Fernkampf hat er. Oh, verängstigt, sehr schön. Kann ich den noch schubsen, damit. Sehr ja. gut. Man braucht Geld, keine Angst haben. Ja. Nein, sehr gut. Friede. Ja, easy. Die sind nur Level 3. Ja, schon viel Schlimmeres in ihr gekriegt. Ich glaube, ich mache den Magic Missiles fertig. Ich frage mich nur, was in diesem Sarkophag ist, in dem Raum, den wir mit dem Button aufgemacht haben, was die beschützen. Kommt gleich noch ein Boss. Warte mal, wie viel machst du denn ein Magic Missile? Oh, stimmt. Zwei auf den. Oh, sehr gut. Sehr gut. Schade, ein Lebenspunkt noch, was macht nichts. Ja, kriegen wir. Du bist ja vor ihm dran. Warum rufst du mit dran. Mir? Das ist gefährlich. Ne, der Krieger ist ja nicht. Wir haben keine AOE erschaffen. Hört doch mal auf. Was habt ihr denn gegen mich? Soll ich den mal wegmachen, den Dude da unten? Könntest du. Ich hätte nur 1 AP, aber kannst du machen. Ja, aber der ist jetzt halt gleich wieder dran und macht doch dann trotzdem was, oder? Ja, stimmt. Hast du nicht getroffen. Mann, oh. Kannst du in Deckung gehen mit einer Säule? Ich? Ja. Damit die keine Line of Sight auf dich haben und nicht Kältestrahl immer machen? Ich versuch's mal. Ja, die können ja auch laufen. Ja, aber dann müssen sie auf jeden Fall ihre Bewegung dafür verbrauchen. Guck mal, er muss oder sie greifen wen an. Oder greifen mich an. Genau.
Ach, er ist eh verängstigt, er kann dir nichts tun. Hieb ohne Waffen. Kritischer Fehlschlag. Also erstmal finde ich es nicht gut, wenn mein Freund verletzt ist. Ah. So viel dazu schon mal. Soll ich den Krieger mit einem Pfeil? Ich hab mal Schuss. Oder nope. Auch nicht. So geht das. Deckung ist halt echt wichtig in diesem Spiel, ne? Merkt ich glaube langsam. Ja, ich glaube, wenn man sich immer offen lässt, kann das böse enden. Die Schreiber ohne Waffen, ich glaube, wenn die jetzt ihre Kampfstäbe hatten, hätten wir mehr Probleme. Path is interrupted. Kannst ja erst laufen. Zur Treppe. Ich komme nicht hoch zur Treppe. Aber reicht es nicht, wenn du einfach ein paar Meter zur Seite gehst? Genau. Ich könnte auch einfach nochmal Magic Missile casten. Ja, immer. Oder Magic das. Missile. Attack the Darkness. Ich finde es aber gut, dass man lange Rast nicht spammen kann, sondern dass man da von seinen Vorräten abhängig ist. Ja. Aber trotzdem ist es eine gute Möglichkeit, um also nicht lesen, so knauserig. Ja, dass man nicht so knauserig mit seinen Angriffen sein muss. Ich meine, Level 2 hast du halt auch noch echt nix, ne? Ja. Wir kriegen ja erst später richtig Zauberplätze. Der Arsch. Der auf Gale. Dagon! Gib ihm. Sehr gut. So. Ich habe noch einen Zauberplatz. Soll ich den aufheben, falls hier nachher noch ein Boss kommt? Ja. Oder sollen wir den einfach raushauen? Ich nehme ihn auf, bevor noch ein Boss kommt. Okay. Ich frage hier lieber. Nee, ist richtig. Ihr falscher Fuchs. Sehr gut. Sehr schön. Die dürfen jetzt eigentlich nichts mehr haben zum Looten, ne? Wir haben sie ja vorher alle untersucht. Ja. Ja, doch, die haben Gold. Ja. Oh. No traps, please. Wo haben sie das versteckt? Das lief doch ganz gut. Außer für Gale. Ja. Ja, dann beim nächsten Mal rausfinden, was da oben in dem Raum ist. Ja, ich glaube, das ist ein guter Cliffhanger. Stellen wir uns alle noch hier passend hin. So wissen, was wir machen wollten. Genau. Und dann speichere ich einmal. Also ein richtiges Speichern. Speichern, neuer Spielstand. Lamme Gruft, 4 Stunden 17. Sehr gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viel, ja. Können wir jetzt einfach rausgehen? Warte, bis es fertig gespeichert hat. Warte mal noch, bis es fertig gespeichert ist. Speichern erfolgreich. Ich glaube, jetzt könnt ihr... Spiel beenden.